Hallo, liebe Leute, da sind wir Guten wieder. Tag, moin. 15. Tag im Frühling, immer noch das erste Jahr und wir haben nicht so viel Geld verdient. Nee, haben wir nicht, haben wir nicht. Haben Nicht wir wirklich. nicht. Gut, Aber ja gut, in der macht letzten ja Folge jetzt war nichts ja auch, mehr. es gab ja ein paar Komplikationen. So kann man es natürlich auch nennen, ja. Ich bin gespannt, Ja. was die Folgen jetzt des Ganzen sind, auf jeden Fall. Ja, also Weil du die, bist ganz schön am ich Arsch. glaube, die Schle ja, ich bin richtig am Arsch jetzt, ne? Ich habe 600 Geld verloren, ich habe irgendwie zwei, drei Gegenstände verloren und warum bist du in meinem Haus? Ja, einfach schlafen gegangen, weil schon zu spät war. Okay. Gut, damit das nicht wieder passiert, vielleicht mal eben den Wahrsager anhören heute, ne? Willkommen zurück bei Velvix Orakel. Wenn du geheimes Wissen über die Zukunft suchst, bist du hier richtig? Ja, suche ich. Die Geister sind heute gut drauf. Ich denke, du wirst ein wenig extra Glück haben. Ja, das ist schon mal vorteilhaft. Und warum kann ich jetzt nicht hier... Wer ist das denn jetzt? Clint, Clint. Hi, guten Morgen. Ich habe bemerkt, dass du ein paar Steine aufgeschlagen und Erze gefunden hast. Das ist gut. Ja, das finde ich auch gut. Wenn du das meiste aus deinen gefundenen Erzen holen willst, brauchst du einen Schmelzofen. Habe ich. Zufälligerweise habe ich auch ein extra Set Blaupausen herumliegen. Hier, du kannst sie haben. Danke. Wobei ich jetzt gerade nur erahnen kann. Ich glaube, das ist Blaupausen? für den Schmelzofen und so, dass du ihn jetzt bauen kannst. Ach ja, steht ja Herstellung eines Schmelzofens. Ja gut, wir haben ja jetzt schon einen Schmelzofen, ne? Ja gut, oh, okay. Aber wir werden bestimmt später noch mehr haben müssen. Okay. Oh, hier, Clint redet noch weiter. Mit dem Schmelzofen kannst du Metallbarren schmelzen. Diese Barren können für die Herstellung, Konstruktion und für Werkzeugverbesserung genutzt werden. Gut, okay. Ach, oh, Clint, du gehst mir langsam auf den Sack hier ein bisschen. Wenn du ein paar Kupferbarren geschmolzen hast, kannst du dir überlegen, ob ich eines deiner Werkzeuge verbessern soll. Das erleichtert dir deine Arbeit ungemein. Ja, gut, da könnte man drüber nachdenken, ne? Nun denn, ich gehe nach Hause. Mach's gut. Ja, das, ja, dann geh doch nach Hause. Okay. Okay. Aber eben im Briefkasten gucken. Ah, immer was zu tun hier. Oh, So ist es. lieber Nachbar, ich hoffe, du fühlst dich in deinem neuen Haus schon wohl. Ich schreibe dir diesen Brief, um dich wissen zu lassen, dass BSR hat jetzt Dünger verkauft. Warum schaust du nicht mal vorbei? Vielleicht kannst du dir ein paar Dutzend Boxen leisten, Pierre. Puh, ja, ist vielleicht nicht die falscheste Idee, Dünger zu kaufen, oder? Ja, obwohl selber herstellen noch schöner wäre, aber ja. Ach, kann man noch Dünger selber? Okay, na gut. Ja, bestimmt irgendwie. Ja. Hm. Aber ja, müssen wir gucken, wie viel Geld wir dafür ausgeben wollen halt, ne? Ja, stimmt auch wieder, stimmt. Ah, ich habe noch einen Brief. Tut mir leid. Lieber Herr Onkel Herbert, letzte Nacht hat sie ein Joja-Mitarbeiter bewusstlos. Ja. Ein Sanitäterteam wurde losgeschickt, um sie sicher nach Hause zu bringen. Wir sind froh, dass es ihnen gut geht. Ihnen wurden. Nein! Oh, ihnen wurden 313 G für diesen Service in Rechnung gestellt. Ja. Morris, Repräsentant für Joja Kundenzufriedenheit. Ja, wenn ich wirklich mit euch zufrieden sein soll, dann knöpft mich so viel Geld ab hier. Oh, Außerdem hier. habe ich da auch nicht drum gebeten. Ihr hättet mich auch da liegen lassen können, aber naja, Ja, gut. das machen sie nicht, die Arschlöcher. Ja, Oh, jetzt haben habe wir ich ja gar jetzt nicht mitgenommen, aber. überhaupt irgendein Tagesziel heute? Ich glaube, ich gehe noch mal auf Lea suche. Die war gerade unten im Dorf, aber ich weiß nicht, wo sie hin ist. Ja, oh, warte mal, nee. Wo ist denn mein Treibholz? Ich habe mein Treibholz verloren. Ach, kommt. Oh Oh. nein, stimmt, du hast Sachen verloren, ja. Ja, dann muss ich wahrscheinlich doch erstmal noch mehr angeln eben gehen hier oder irgendwo Blumen pflücken, aber ich glaube, angeln ist irgendwie ein einfacher.
Was mochte sie denn noch? Mochte sie nicht noch was? Blumen? Indianer, Narzissen und so ein Ja, Treibholz, glaube ich, doch, ich ne? glaube auch Löwenzahn. Das ist sogar ein goldener. Löwen, haben wir denn sowas noch da? Ja. Okay. Okay, mal gucken. Ach so, nee, du bist gerade in der Kiste, dann kann ich da nicht Oh, reingucken, so. ne? Ja. Ja, alles gut, Wir alles gut. müssen nur eben. Ach, das wollte ich. War sonst noch was? Nein. Alles klar, ganz. Okay, machen wir mal. Was haben wir denn da? Lauch, Lauch. Ach, Lauch mochte der Rollstuhlfahrer, ne? Ja, genau. Aber den will ich ja auch nicht heiraten. Ja, ist aber trotzdem schön, mit Leuten befreundet zu sein. Ja. Löwenzahn, hast du gesagt, mag sie auch. Dann nehmen wir mal Löwenzahn mit. Und haben wir nicht noch irgendwas Tolles hier? Haben wir nicht noch Treibholz? Ne, Treibholz haben wir gar nicht, ne? Oh Mann. Kiefernzapfen. Oh, die hast du aber gefunden. Die habe ich aber nicht gefunden. Das, ja, kann gut sein. Narzisse. Ach komm, nehmen wir auch noch eine Narzisse mit. So. Ja, und dann gehen wir mal auf Vermehrungssuche, ne? Oh, das ist ekelhaft. Ja, Vermehrungssuche, geil. Romantisch. okay. Mal so Kinder kriegen und. Nee, ich lass mich überraschen. Ich will's nicht hören. Wo könnte denn die Lea gerade rumlaufen? Gucken wir erst mal im Supermarkt. So. Ja. Oh, Oh, nein, das wird mir auch angezeigt. da passiert irgendwas im Ja. Supermarkt. Pierre. Willkommen bei Pierre. Wie kann ich dir helfen? Eigentlich gar nicht. Weißt du, wo Lea ist? okay. Kommt her, Leute, Gutscheine für 50% Rabatt im Joja-Markt. Ja, okay. Irgendjemand interessiert? Ja, ich meine, wenn man irgendwas billiger kriegen kann, immer interessiert, war aber. Okay. Aber ich komme gegen diese Preise nicht an. Ich würde Verlust machen. Der arme Pierre. Und da ist der Morris wieder. Es muss schwer für dich sein, deine loyalen Kunden einfach so zu verlieren. Was ist er denn für ein Bastard? Aber kannst du es ihnen verübeln? Der Joja-Konzern ist eindeutig die bessere Wahl. Naja. Bald wird der ganze Ort das verstehen. Oh, der ist mir jetzt aber schon unsympathisch hier. Dafür müssen wir hier auch Saatgut kaufen. Perfekt, dass wir hier sind. Saatgut, 12 Tage ist viel zu ja. lang. Mit 4, nee, dann Kartoffeln. Oh, wer bist du denn? Hallo, Emily. Ich Grünkohl. helfe in Gastkneipe aus. So kann ich zumindest meine Rechnung bezahlen. Ja, das ist, ja, warum nicht? Ah, da hinten läuft doch was Rothaariges rum, oder wenn ich das nicht gerade richtig falsch sehe. Na, guck, vielleicht ist ja leer dabei. Robin, ne. Wir treffen uns jede Woche und unterstützen Sie dabei, gesund zu bleiben. Ja, das ist vernünftig. Nee, Robin ist Mani. was. Ich werde heute gut schlafen. Ja, auch nicht verkehrt. Und Jody. Oh, meine Arme fühlen sich an wie Gummi. Ja, das kenne ich, das Gefühl. Gut, hier läuft Lea anscheinend nicht rum. Ja. Ich glaube, ich werde Schade. niemals mit Lea zusammenkommen. Niemals. Ja. Die haben auch einzelne Wege an verschiedenen Tagen, glaube ich. Okay. Irgendwas. Vielleicht ist ja hier eine Pinte drin. Gucken wir mal, da ist doch auch irgendwas, aber ich glaube, das sieht nicht wie leer aus. Wer bist du denn? Hallo? Lea! Ja! Ja, geil. Lea, hallo Nachbar. Und jetzt muss ich ihr was schenken. Ich will ihr was schenken. Hast du den goldenen Löwenzahn? Der ist ja Ich habe günstig. den. Ich glaube, ach, den Gold, ja, oder einfach die Narzisse. Ja, kannst du natürlich auch, ja. Also gutes beides. Nur das mit dem goldenen ist halt höherwertig und deswegen auch besser als Geschenk.
Ja, ich glaube, ich habe tatsächlich nur den keinen goldenen Löwenzahn mitgenommen, sehe ich gerade. Egal, so, Narzisse, so. Das ist ein wirklich nettes Geschenk, danke dir. Ja, bitteschön, Lea, bitteschön. Ich habe auch ein schönes Haus, willst du nicht vielleicht bei mir einziehen? Aber man kann Sehr nur gut. einmal am Tag was schenken, ne? Du hast Lea heute bereits ein Geschenk gegeben. Ja, okay, na gut, okay. Wen haben wir da? Wer bist du? Pam! Oh mein Gott! Oh, P Pam ist betrunken. Oh, hey Gas, noch eine Runde bitte, Hicks. Okay. Pam trinkt gern mal. Ja, anscheinend. So, gehen wir mal hinter den Tresen. Wir sind ja hier schon fast wie zu Hause im Dorf hier, ne? Wen haben wir da? Du willst nicht mit mir reden? Komm schon. Die will nicht mit mir reden. Okay, dann nicht. Hi, bitte entspanne und amüsiere dich. Ja, was macht man sonst in der Kneipe, ne? Ja. Wer ist da gerade reingekommen? Wen haben wir denn da? Ach, Clint wieder. Ach ja, Clint, ja, das hast du mir doch. Wenn du willst, dass ich deine Werkzeuge verbessere, musst du mir schon das richtige Erz bringen. Ja. Mach doch nicht so einen Stress. Aber wenn man schon mal hier ist, muss man ja auch irgendwie an den Spieleautomat gehen. Schade, dass man den Billardtisch hier nicht, Ja, das stimmt, das finde ich auch. Ist ein bisschen schade, aber. Och, ja. Eine Cola für 75 Wochen. Nee, komm. Nee. Machen wir nicht. Dort ist ein schädelförmiges Schlüsselloch. Ach ja, genau, da ging ein. Da kann man wieder spielen. Ach ja, das war wieder das Spiel, was ich nicht hinkriege. Ja, mal gucken. Ah. Ah. Oh mein Gott. Ah, die verfolgen einen. Also, oh Gott. Okay. Yep. So, und so, und oh, jetzt läuft es aber gerade hier. Und wir tot. Ach, verdammt, okay, ich habe keine Lust mehr zu spielen. Ich möchte gerne hier weg. Hallo? Oh Gott, wie mache ich das denn weg? Game over. Nee, verlassen, bitte verlassen. Ja, danke schön. Oha. Nee, das lassen wir lieber sein. Oh, ist ja auch schon wieder 22:30, ne? Zeit nach Hause zu gehen. Ja, fuck, ich bin auch immer müde, ey. Ich habe den Auftrag angenommen, hier Schleime zu töten. So, ja, da bin ich ja gerade auch schon dran gescheitert. Da muss ich morgen früh noch mal rein und dann direkt. Ich glaube, es ist für den Bürgermeister, ich bin mir nicht sicher. Ah. Alles für den Bürgermeister, alles für den Hund. Nein, das war verkehrt. Also. Ja, komm, solange du noch nicht da bist, kann ich ja noch mal eine Runde angeln gehen. Ja, das ist bis jetzt auch echt das Einzige, was ich vielleicht kritisieren könnte an dem Spiel, dass die Tage echt so übel kurz sind, ne? Aber. Ich würde auch ein bisschen länger könnten sie schon sein. Naja. Aber es hat auch irgendwie was. Da muss man immer gucken, ey, was muss ich denn wirklich heute machen? Was kann ich. Ja, stimmt auch schon wieder. Ja. Und wenn nicht, ist halt auch alles nicht so schlimm. Das ist ja auch das Schöne einfach bei dem Spiel. Richtig. Oh, was haben wir denn da? Ein Schwarzbarsch, okay. Oh, jetzt haben wir schon 22:30. Ich glaube, ich gehe mal langsam. Ach, da ist er ja. Hallo. Ja, Moin, ich schlaf doch noch mal bei dir. Ja, mach doch. Dann mach mal ein bisschen Oh, das hört Platz. sich aber gruselig an, wenn der Ofen angeht hier. Ist kuschelig. Schön Ja, warm. gerade mit dir immer, mein Süßer, du bist ja auch so weich, ne? Herbert, Onkel Herberts. Ja, Da gehören die Hände aber nicht hin. Günther, Günther, was machst du denn da? Oh. Ich war Ja. nie.
Ja. Ich rieche dich doch noch in meinem Bett. Okay, jetzt wird es langsam ein bisschen komisch. Also. So, was genau? Wollen wir noch mal den Wahrsager haben? Ja, komm mal. Oh, der Wahrsager kann die Geister flüstern hören. Das ist gut. Okay, ich habe heute kein Glück. Das heißt, ich bleib zu Hause einfach jetzt und dann. Nee, aber Blumengießen wird ja wohl noch drin sein, wo da werde ich schon nicht bei sterben. Und kein Wasser mehr. Okay. Ich muss eben in die Mine, bevor das alles. Ja, ich mach so lange hier. Mach ich schon. Mach mal. Wunderbar. Perfekt. Ja, ist echt schön, dass man das hier auch mal dann mal ein bisschen absprechen kann. Ja, auf jeden, auf jeden. Oh, zack, 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 zack. Ach, wollen wir nicht vielleicht auch mal irgendwann in Angriff nehmen, dass wir mal unser Beet ein bisschen verschönern hier? Irgendwie gefällt mir das doch nicht. Zum nächsten Monat verfallen die Blumen sowieso und dann würde ich sagen, ab da machen wir es uns richtig schön auf unserem Boot. Okay. Da kann man sich drauf einigen. Ach, schon wieder kein Wasser mehr. Ach. Ja, da sind doch direkt zwei Schleime. Perfekt. Ah, ich muss ja Cool. auch noch zur Abenteurergilde, da kann ich auch gleich nochmal irgendwie. Ach Hast ja, du jetzt eigentlich die stimmt. 10 geschafft, oder? Auch, ne? Nee, ich hatte ja. Nein, ich hatte 9. Ich hatte 9 und dann bin ich ja ohnmächtig geschlagen Ach so, worden. scheiße. Aber die sind deswegen nicht weg, ne? Das weiß ich nicht, aber das ging ja auch nur Wahrscheinlich nicht. irgendwie 2 Tage, ne? Nee, das Aufnehmen nicht. Das ist einfach so eine. Aber nur das, was man vom Brett da mitnimmt, die Aufgaben. Schwarzen Ach Brille. so, okay, ja. Ach ja, dann muss ich ja wohl doch noch. Obwohl, warte mal, ich habe ja doch 10, 10 Schleim, habe ich ja doch, sehe ich gerade. Ja, cool. Wunderbar. Okay, Aber die ja. macht er erst um 2 auf. Ich stand da auch gerade schon vor. Dachte, ich hätte 9, ja gut, okay. Ach, mein Vorrat an Amethyst geht zur Neige. Wenn mir jemand etwas davon bringen könnte, wäre ich sehr dankbar. Evelyn. Kriegt man wahrscheinlich auch in der Mine, ne? Glaube, wir haben noch keinen, also keinen übrig gehabt. Weiß Ne, ich glaube auch nicht. Na gut, dann gehen wir nochmal auf Leersuche. Vielleicht finde ich sie ja nochmal. Ach nee, Kneipe macht erst um 12 Uhr auf. Okay, dann warten wir noch ein bisschen. Gut. Ach, hallo, da bist du ja. Hallo. Labyrinth. Mittwoch Ruhetag. Ach so, die haben heute gar nicht auf. Okay, na gut. Ah, jetzt bin ich erstmal beim Arzt drin. Wollen wir mal gucken hier. So. Ist Louis zufällig der auch nicht da ist? Nee, irgendwie bin ich hier gerade komplett alleine in der Praxis, glaube, oder? Nee, warte mal, irgendeiner steht doch. Nee, das ist, nee. Da reden wir doch mal mit dem Arzt. Ne? Ah, warum haut er denn jetzt ab? Ich wollte doch gerade mit dir reden. Hallo? Harvey, vergiss nicht, dir die Hand vorzuhalten, wenn du niest. Das ist, ja. Okay. Beste ärztliche Tipp, den ich jemals gekriegt habe. Ja, so stark. Aber jetzt ist er abgehauen. Ich glaube, irgendwie hat der Arzt, glaube ich, keinen Bock auf mich. Ne, der ist nicht mehr da. Wo ist er denn jetzt? Der kann mich doch nicht einfach hier alleine in der Praxis rumlaufen lassen. Was soll das denn? Okay, na gut. Boah, bleiben Sie doch mal einfach. Ja.
Und ich bin nicht gut genug mit Harvey befreundet, um sein Schlafzimmer betreten zu können. Okay, na gut, dann kann man das hier lesen? Jo. Die Krankheit nicht verbreiten, tu, halte dir die Nase zu. Ja, das ist. Diese Klinik ist über die Gesundheitsbehörde der Ferngill-Republik zur Arztpraxis zugelassen worden. Das ist sehr vertrauenswürdig. Hä? Oh, was ist denn dann gerade passiert? Was habe ich da denn gemacht? Warum? 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 Was genau passiert da, wenn ich damit? Dann leuchtet irgendwie meine Sense und das Schwert irgendwie auf, wenn ich hier irgendwo draufklicke. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht gerade ist. Okay. Was machst du da? Ich bin ja gerade in der Arztpraxis. Ich weiß nicht, ist das die Kasse oder so? Oder verlieren wir dadurch Geld? Nee, das leuchtet einfach nur eben kurz. Hä? Okay. Das weiß ich gerade auch nicht. Aber ich bin auch in der Nähe. Ich wollte gleich noch zur Abenteurergilde. Ja, Jetzt. ja. Guck mal eben hier, klick mal da drauf. Auf die, hier, auf das goldene Ding da oder was das sein soll. Die Akten da. Oder sind das Sieht irgendwie Akten? gar nicht Ja, so. aber irgendwas passiert damit mit meinem Schwert und mit meiner Sense. Das leuchtet irgendwie rot auf, wenn man da mit X drauf drückt. Warum hier nicht? Hä? Doch, irgendwas ist da. Ich weiß nicht, was das für einen Sinn hat. Das kostet auf jeden Fall kein Geld. Ich weiß, Bei mir passiert da nichts, keine Ahnung. okay, na gut. Muss man nicht verstehen. Na gut. Ah, wen haben wir denn hier? Der Herr Bürgermeister. Steuereinnahmen. Murmel. Kosten für das Frühlingsfest. Murmel. Damit will ich nichts zu tun haben. Ich bezahle bestimmt keine Steuern. Wen haben wir hier? Ach, die Emily. Ich habe Gerüchte über seltene und mächtige magische Ringe gehört, die vor langer Zeit von vergessenen Zivilisationen geschmiedet wurden. Ich bin mir nicht sicher, ob es war oder nur ein Märchen. Oh, das hört sich ja stark nach Herr der Ringe an. Wen haben wir denn da? Alex. Sieht nach einem guten Tag zum Ballspielen aus, oder? Ja. Oh, eine Holzklinge für 250, die hole ich mir mal. Eine Holzklinge, okay. Also ein besseres Schwert. Ah, Alex ist sehr freundlich gerade zu mir. Ich würde dich ja darum bitten, den Ball zu werfen, aber du siehst nicht sonderlich sportlich aus. Ja, schon okay. Ich schaue einfach aus der Ferne zu. Ich will mit dir Ball spielen. Sauer? Was soll das denn bitte heißen? Oh, bin ich jetzt sauer oder spiele ich mit dem Ball? Ja, das musst du entscheiden. Ah, im Normalfall würde ich jetzt sagen, schon okay, ich schaue einfach aus der Ferne zu, aber um das mal ein bisschen hier zu provozieren, bin ich jetzt sauer. So. egal. Achso, das ist dann einfach egal. Ja? Ja, soll ich dich mal mit meinem Schwert hier. Hey, jetzt schon wieder! Jetzt drücke ich hier Alex mit Viereck und meinem Schwert an und dann leuchtet das wieder hier, meine Sense und mein Schwert. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ich bin gespannt auf die Aufnahme. Ja, ich weiß nicht, was das sein soll. Na gut. Hat doch irgendwie keinen Sinn. Oh, Mani. Du kannst eine Sendung benutzen, um aus Gras Futter zu machen. Ach, okay. Gut. Gut. Oh, gehen wir nochmal eben eine Pinte rein. Ne, da ist leer nicht, da gehen wir raus. So. Oh, ich habe noch so eine schöne Narzisse für die Leer, ne? Aber. Ja. Ist halt nicht leicht. Ne. Wen haben wir da? Oh, das ist der Friedhof hier. Oh, eine Abigail. Hey, ich entschuldige mich im Voraus, falls ich irgendetwas Unhöfliches sagen sollte. Hab letzte Nacht nicht viel geschlafen. Ja, gut. Dann rede ich lieber nicht mit dir. Da läuft doch was Rothaariges. Jetzt bin ich nicht schnell genug. Nein, nein, bleib stehen. Hallo, hallo, bist du leer? Bist du leer? Bist du leer? Penny. Ah.
Wir haben hier keine Schule, aber ich gebe alles, um Vincent und Jess ordentlich zu erziehen. Okay, Schule braucht man auch nicht unbedingt. Nein, das habt ihr jetzt nicht gehört. Gut, schon wieder ein vergebener Tag mit Lehrsuche. Ich glaube, ich gehe noch ein bisschen angeln. Das würde ich auch gleich tun. Da treffen wir uns wieder am See, ne? Ja, Ja. ne? Ach, da läufst du doch auch gerade, ne? Jo. Hallo, guten Tag. Jeden Tag. Ich könnte eigentlich auch mal wieder ein paar Sachen hier abgeben. Aber was? Ja, das braucht ja wirklich keiner. Kann man wegtun? Nein, meine Kekse behalte ich. Käferfleisch lieber nicht, ne? Guten Fisch kann man da rein tun. Mal ein bisschen hier unsere Kiste was rein tun. Was haben wir denn hier noch? Kupfererz, das tun wir nicht weg. Käferfleisch tun wir auch mal da rein. Den Schleim, wo musste man noch mal den Schleim abgeben? Ne, den Schleim nicht. Nur wenn du die getötet hast, musst du dann zu der Person, Ach so, ja gut, okay. wo wir haben Plätze getauscht haben. Ja, sonst stehe ich mal da oben. Warum ziehe ich meine Angelzeit gleich mit dir raus, obwohl ich gar nichts drin habe? Das war schon wieder. Naja. Ja, sorry. Tja, irgendwie beißt aber auch gerade gar nichts an hier. Wir sollten auch echt mal, wir hätten echt eigentlich auch mal einen Angelausflug an den Strand machen können. Ja, ne? Können wir morgen machen. Oh, ich muss auch mal gucken, wer so Geburtstag hat oder so. Das vergesse ich die ganze Zeit. Oh, ein Schwarzbarsch. Okay. Oh, verdammt, ich weiß jetzt auch gar nicht. Das ist schon wieder länger als eine halbe Stunde hier gerade, ne? Ja. Ah ja, gut, dann gehen wir gleich schlafen und dann kann man ja mal wieder. Ja. Das hat mich gerade doch. Ach komm hier, ich bin ja mal hier. So, gehen wir mal zusammen noch mal einmal hier. Eine Runde geht noch. So. Eine Runde. Toll. Das habe ich verkackt. Okay. Ach, ich jetzt auch. Jetzt aber. So. Gucken wir mal. Nein, 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 bleib da. Ja, okay. Schwarzbarsch, du auch ein Schwarz. Genau, ein Spaß, Spaß. Schwarzbarsch. Spaß, Spaß. Und du musst echt mal zur Tischlerin gehen. Ach, hast ja gesagt, ja, stimmt, stimmt. Wo war die nochmal? Wenn du zur Mine gehst, da oben, das Haus davor auf dem Ach Weg. ja, okay, ja gut. Ja. Das nächste Mal mal machen. So. So, was haben wir denn da? Fischen. Oh, mit Fischen haben wir tatsächlich das meiste Geld gerade verdient. Ja, gut. Genau. Ja, so ein Geil, bisschen geil. kleiner Nebenverdienst ist doch schön. Ja, auf jeden Fall. Gut. Ja, würde ich an der Stelle aber auch mal sagen, es reicht jetzt aber auch, So ist es. Jetzt auch ne? mal abschalten. Genau. Also, genau, abschalten. Das ist auch nicht geklaut jetzt gerade oder so. Ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal, ne? Und
Dann gehe ich mal zur Ja. Tischlerin demnächst irgendwann Auf mal, jeden ne? Ja. Fall. Haut Dann rein. haut da rein.